Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wer den ersten Part verpasst hatte, den gibt's auf meinem Hauptkanal. Und ja, wir gehen hier direkt weiter in die nächste Phase des, ja, Prolog-Levels, würde ich mal sagen. Hier ist noch eine verschlossene Kanone, beziehungsweise kaputt, zumindest im Moment. Aber wenn man bedenkt, wie gefährlich sie ist, gehe ich stark davon aus, dass die Rabbids sie reparieren. So, eine kaputte Kanone. Und ein Kampf. Diese Flaggen, die ihr da gesehen habt, die leiten den Kampf immer ein. Alter, er kommt direkt auf Naruto! Und ist an mir vorbeigecharged. Lieber Beepo, wer siegen will, muss üben. Bitte arbeite an deinen Bewegungsfähigkeiten, nur so kannst du die Oberhand über diesen verflixten Rabbids gewinnen. Ich habe gerade ein paar Vorschläge hochgeladen, die dir helfen werden, dein Team anzuführen. Beeil dich, gezeichnet dein größter Fan. Besiege alle Gegner. Man könnte den Einfachmodus anmachen, aber das wollen wir natürlich nicht. Unterwegs kannst du mit Raserei Schaden zufügen, wähle ein Feld mit einem Gegner aus und drücke A. Mit einem Teamsprung kannst du einen größeren Radius abdecken, wähle ein Feld mit einem Verbündeten und drücke A. Jetzt ist eine epische Kombination angebracht. Greife einen Gegner mit Raserei an und führe dann einen Teamsprung mit einem Verbündeten aus. Okay, mit dem ersten werde ich das wahrscheinlich noch nicht machen können, denke ich. Das wäre Raserei, das wäre der Teamsprung. Und da ich den ja, glaube ich, als erstes weghaben will, würde ich mich auch, obwohl ich dann gleich getroffen werde, mich hier hinstellen. Ja, das macht in dem Fall keinen Sinn, aber so ist beides einmal getan worden. Ja, einfach 27 Damage, das heißt, er lebt sogar noch. Ist aber in dem Fall gar nicht schlimm, denn jetzt kann ich den hier angreifen und kann dann sogar so weit springen. Zack. Der ist jetzt down. Jetzt kommst du da angeflogen. Und jetzt gibt's die Kanone im Nahkampf. Ich weiß, du hast noch mehr als genug Leben. Leider sogar noch so viel, dass Peach dich auch nicht töten wird. Obwohl ich jetzt denselben Move einfach nochmal mache. Ich stelle mich diesmal nur nach hier hinten, um überhaupt einfach nur einen clean Shot zu haben. Werde also nächste Runde auf jeden Fall Schaden bekommen. Ich könnte 30 Damage machen mit etwas Glück. In dem Fall hat's sogar geklappt. So. Und ja, jetzt bin ich natürlich offen für einen 100%igen Treffer. Ja, aber den hätte er, ich glaube auch mit Movement hätte ich das einfach nicht verhindern können. So, Luigi, Rabbit Luigi müsste auf jeden Fall unser Sprungpad bleiben. Und ich stelle mich hier hin. Jetzt habe ich nur eine 50%ige Chance, was das angeht. Und ich stehe relativ offen. Versuch's aber mal. Ja. Das hat nicht geklappt. Mario wäre jetzt zum Beispiel, hätte ich die Möglichkeit auf 100% zu gehen, werde dann aber ebenfalls einen 100%igen Treffer abbekommen, obwohl Rabbit Luigi das Ganze finishen wird. Also ich denke, das klappt auch so. Obwohl, nee, ich muss ja irgendwie 2x25 Damage machen. Jetzt bin ich mir sicher, dass es klappt. So, Rabbit Luigi kann nämlich jetzt genau bis hierhin rennen. Springt bis hier, also auf den Gegner drauf springen kann ich nicht. Falls ihr dachtet, man könnte damit auch ein Slide Damage oder sowas machen. Nur beim Rennen funktioniert das. Und schwuppdiwupp. In dem Fall einen Treffer eingesteckt. Ich denke, das war okay. So, die Rabbit-Kanone da hinten ist halt noch kaputt. Und ich sehe hier einen Knopf. Immer diese Welten zum Erkunden. Ein weiterer Kampf. Aber noch nicht ganz. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall da hinten hin, wo ich gerade war. Und vielleicht reparieren wir jetzt die Kanone. Perfekt. Und jetzt gibt es bestimmt keinen Weg, um hier hochzukommen. Nein. Deswegen einmal zurückrollen. Und los geht's. Zurück zur Kanone. Kleine Drehung. Feuer. Rabbit Peach, du hast ein neues Objekt gefunden. Noch mal ein paar mehr Coins. Warum nicht? Und da sind wir wieder. Und ein weiterer Kampf. Besiege alle Gegner. Nein, wir nehmen natürlich wieder nicht den Easy Mode.
Drei Stück, vier Stück auf Anhieb. Es wird Zeit, alles aufzufahren, was du bisher gelernt hast. Angriff, Bewegung, Teamsprung und Raserei. Und vergiss die Hindernisse nicht. Du kannst auch jederzeit mit L und R die Helden austauschen und mit ZL und ZR zwischen Angriff und Bewegung wechseln. Gib alles. Okay, das wird also die finale Prüfung sein. Deswegen werde ich den einmal ansliden und mich hier hinstellen. Das ist immer noch ein Safe Protect. Und mit Mario habe ich die höchste Chance, ihn direkt zu finishen. Perfekt. Jetzt werde ich mit dem einmal sliden. Ich habe in dem Fall gar nicht vor, weiter nach vorne zu gehen. Also brauche ich den Teamsprung nicht. Es war ein 30er Slide übrigens. 50% Chance. Ja, die Deckung ist aber schon mal gebrochen. Werde mit Peach einmal sliden. Mit diese Deckung hier nehmen. Es war ein 20er Slide. Wie viel HP hat er noch? 5? Nein, ist tot. Und du hast schon ein bisschen Deckung verloren. Die hält aber, glaube ich, 2 Treffer aus. In dem Fall war es aber ein Hit. Und wir stehen auf 50%. Ja, er macht selbst einen Slide, rennt wieder zurück in Deckung und versucht jetzt wahrscheinlich sogar noch einen Shot. Da bricht aber nur ein bisschen die Deckung ein. Alles gut. Und Slide. Ich hätte jetzt den. Ne, ich nehme den hier. 29, hat 1 HP gerade. Aber das ist kein Ding. Erstmal kurz die Coin einsacken. Okay, das muss jetzt klappen. Wenn das klappt, ist das Feld clear. Ja, okay. In dem Fall, jetzt kommt der Sprung. Nein, ich werde ihn auf 50% lassen müssen. Doppelsprung kann ich noch nicht. Ich hätte ein Feld weitergehen müssen, um das Feld zu clearen. Aber wir versuchen es mal. Mal sehen, ob er jetzt immer noch 50% hat. Ja, 100%, okay. Weil ich halt wirklich vor ihm stehe. Gut, das, damit hat sich das geklärt. Da freuen sie sich. Wow. Nice. Perfekt. Alles geschafft. Mario, die Kreatur mit dem Headset ist entkommen. Aber sicher hast du seinen Schlamassel besiegt. Was? Und als Pflanze mit Ehre schulde ich dir wohl eine Belohnung. Haha. Unsere guten Freunde, Rabbit Luigi und Rabbit Peach, haben auch mitgeholfen. Ja, das ist toll. Ja, und da. Eine Münze? Echt? Oh, was wird jetzt geworfen? Okay. Eine Kiste für uns. Hätte auch Gold sein können. Eine Sonnenblume habe ich bekommen. So, wir sehen hier ebenfalls eine Röhre, ganz viele Coins. Oh, das ist auf dem Schlachtfeld. Ah, sieh eine an. Hätte man das gerade im Kampf schon sehen können? Also hatte ich die Chance dazu? Ich habe noch nicht gelernt, wie man das macht. Oh, echt? Wow. Da muss ich also sogar in den Prolog muss ich zurück. Bevor ich Kisten schieben kann. Muss man sich merken. Aber ich hoffe, nein, das ist eine Coin. Ich hoffe, das lernt man hier noch. Es gibt wieder 2 Wege. Moment, aber dann kann ich das hier auch noch nicht. Na, das muss noch kommen. Okay, dann hoffe ich, dass das jetzt hier kommt. Ich werde gleich niesen müssen. Es tut mir jetzt schon leid.
Mario, Gott sei Dank bist du da. Du bist das erste Mal, du bist das erste freundliche Gesicht, das ich sehe, seit das Pilzkönigreich in diesem Schlamassel geraten ist. Dein Timing könnte besser nicht sein. Ich kann Toiletten nämlich nicht finden. All das wegen dieser seltsamen Röhren, die unsere Rabbit-Freunde mit in diese Welt gebracht haben. Ihr seht so aus, als wüsstet ihr, was ihr tut, zumindest halbwegs. Helft mir, sie zu finden, bitte. Aber du wirst am eigenen Leib erfahren, wie schlimm diese Röhren sind. Ach ja, wenn man sich die ganze Zeit dreht. Komm mit Toad. Ja, wer hinterherläuft, wie gestern sind. Vielleicht, aber sie sehen cool aus. Ach, sei ich. Ja, Toad rennt uns hinterher. Toad ist eine coole Socke, müsst ihr wissen, ja. Hier, oh. Es war gerade kurz. Crazy. Das sieht schön aus mit dem Wasser. Da sind wir. Soweit komme ich doch nie im Leben zurück. Gehen wir erstmal hier hin. Aha, diese Art von Röhre kenne ich ebenfalls schon. Das kann ich euch auch verraten, falls Toilette es gleich nicht tut, ist ein Rätselpipe. Ja, ich muss mich jetzt. Ich habe wirklich nicht viel Zeit. Das ist natürlich noch super easy. Ich habe schon echt Schlimmeres da gesehen. Das muss aber schnell gehen. Ihr seht oben, es gibt eine gewisse Anzahl an Sekunden dafür. Das hier ist halt wirklich wahrscheinlich die allererste Pipe, die man in dieser Form macht. Ich durfte auf dem Nintendo Event in Paris schon eine spielen, die schon ein bisschen krimineller war. Ja, die war schon schwieriger. Neue Waffe gefunden, Turbine für. Ja, deswegen fordere ich auch Rabbit Luigi. So, let's go. Und jetzt auch hier wieder hoch. Ja, schieben habe ich immer noch nicht gelernt. Ich bin enttäuscht. Vor allem, weil die Kiste halt nicht Gold war. Also warum sollte ich zurückkommen? Ein Schalter. Wird natürlich gedrückt. Okay, damit wird die Röhre umgedreht. Und Toadette gefunden. Da bringen wir Toad und Toadette zusammen. Ich bin so froh, dass ihr nichts passiert ist. Oh, mir geht's gut. Aber worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist Prinzessin Peach. Mario, kannst du in den Pilzpalast zurückkehren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist? Ganz sicher nicht. Wir müssen Hase mit Brille finden. Oh, ich habe einen Post bekommen. Noch eine Nachricht. Bravo, dass ihr so weit gekommen seid. Ein weiser Mann sagte einst, wenn ich einen Baum in 3 Stunden fällen soll, dann schärfe ich 2 davon meine. Was? Ach, Mann. Ich rate euch dringend zum Pilzpalast zurückzukehren und genau das zu tun. Bereitet euch auf die bevorstehende Schlacht vor. Nun, das ist alles schön und gut, aber wie? Sicher fragst du dich, aber wie? In der Zeit, die du brauchst, um diese E-Mail zu lesen, habe ich dein Betriebssystem aktualisiert. Du hast nun Zugriff auf einen neuen GPS-Warp-Technik, die ich Sploing nenne. Aber am Namen arbeite ich noch. Wie dem auch sei, aktiviere sie und du und deine Freunde kehren umgehend in den Pilzpalast zurück. Gezeichnet dein größter Fan. Okay, dann das ist großartig, wenn es stimmt. Ich schätze, wir sollten es mal versuchen. Okay, jetzt konnte ich mich hier wirklich nicht mehr umschauen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall diese eine Kiste und ein paar Coins verloren. Daran lässt sich nichts rütteln. Und wir sind jetzt im Pilzpalast angekommen. Also in der Welt von Prinzessin Peach im, ja, Peach Castle, beziehungsweise auf dieser kleinen Festung. Ist ja auch irgendwie eine Fliegeninsel. Mario, zum Glück geht es dir gut. Ich bin so froh, dich zu sehen. Du hast es bestimmt schon bemerkt. Im Pilzkönigreich herrscht Chaos. Du musst etwas unternehmen, Mario. Oh, wer sind denn deine neuen Freunde? Verzeiht, Eure Majestät. Ich bin Beppo, auch genannt Hasenroboter, ein autonomer, intelligenter, wissenschaftlicher Forschungs- und Einsatzassistent. Verstehe. Und die nennen wir Rabbit Luigi und das ist Rabbit Peach. ich fürchte, sie nimmt ihre Maskerade ein wenig zu ernst. Rabbit Peach und die echte Peach beschnüffeln sich. Ja, was ist das für ein Fetzen? Ja, schrecklich. Sehr schön. Und Rabbit Luigi passt perfekt zum normalen Luigi. Und da kommen die Bauarbeiter auch schon. Was ein Quatsch. Ja, ihre Freunde sind auch ziemlich temperamentvoll, wie man sieht. Wie es scheint, sind die Rabbits, die wir dem Megabug entrissen haben, hier gelandet. Und sie sind quietschfidel.
Ganz genau. Und sie tauchen genauso plötzlich auf wie ihr und bauen auch irgendwas. Ja, wenn das wird nie fertig werden. Es wäre so witzig, wenn das einfach wirklich nie fertig werden würde. Oh ja, sie waren sehr fleißig. Ich schlage vor, ihr seht euch an, was sie gebastelt haben, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. So, ich denke, jetzt können wir uns wieder frei fortbewegen. Oh nein! Ich glaube, da gibt es etwas, das sich die Kampfzentrale nennt. Dann haben wir... dann ist da noch das Museum. Sie lieben es, Souvenirs aus dem Pilzkönigreich zu sammeln. Kommt, schauen wir doch mal, was unsere Rabbit-Freunde so alles treiben. So, jetzt können wir uns frei fortbewegen, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.